Während du eine Hollandaise in Perfektion machst, mache ich eine Behelfspizza. Ja. Auf einer Tortilla-Basis. Ich begrüße erstmal alle Zuschauer im Internet. Hallo, dass Sie noch dabei sind. Bömi brutzelt in der langen Version. Jürgen von der Lippe hat gerade eine Avocado mit Forellenkaviar serviert. Und jetzt gibt es ganz toll die Behelfspizza, während ich die Hollandaise dazu bereite. Ja. Wie funktioniert das, Jürgen? Und warum ist das dein Herrengericht? Das ist nicht, das ist eine Geschichte, die in 5 Minuten fertig ist. Ja? Man darf nur nicht den Fehler machen, den auch viele Pizzaköche machen, oh, zu viel Tomatensoße drauf zu tun. Dann suppt es durch. Dann, ne, suppt es durch, dann bleiben die Ecken, ne, nicht so. Und ganz kurz, Jürgen von der Lippe hat immer Tortillas im Kühlschrank, weil das ist ja nicht so was, wo ich sagen würde, das hat jeder Haushalt. Tortillas musst du nicht in den Kühlschrank. Die hast du einfach irgendwo. Die kannst du überall in der Wohnung hinlegen. Was du aber brauchst, sind Peperoni. Ja. Ich tue übrigens weiter Butter in meine Hollandaise. Ich nehme mir für meine Hollandaise ein Ei und ein ganzes Paket Butter. Das ist übrigens der gerade Weg zur figürlichen. Genau. Meine Hollandaise ist nicht nur eine Soße, sondern auch eine Mutprobe. Und schau mal, guck mal. Darf ich mal einmal vielleicht. Das sieht nicht toll aus. Ein chinesisches Sprichwort sagt. Ja. Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt. Tja. Stehen Frauen auf deinen Bauch? Das würde ich mir verbieten, dass sie drauf stehen. Sie dürfen ihn berühren. Ja. Du hast bis für Frauen kein leichtes Objekt. Bart, Bauch, Brille. Moment mal. Der Bart ist immer mehr im Kommen. Ja. Die Brille hilft mir beim Sehen. Und der Bauch? Und der Bauch war noch nie ein Hemmnis. Ich meine, du wirst ja auch deine Gründe haben, warum du dir jetzt einen zulegst. So. Ich glaube, ich bin tatsächlich mit meiner Wahnsinns-Hollandaise auf der Zielgerade. Sie ist tatsächlich perfekt gelungen, als hätte ich das vorher 5-mal geprobt, meine Damen und Herren. Ich werd die Hollandaise einfach in Suppentässchen servieren. Die kann man dann einfach schön schlürfen. Ist auch eine Buttersuppe. Butter-Gazpacho. Nein, nein. Darf ich mal kosten? Gerne. Magst du mal abschmecken? Ist ein Löffel? Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nicht so gespannt. Wichtig ist die Konsistenz. Was fehlt noch? Eigentlich alles. Wir brauchen auf alle Fälle noch etwas Salz. Und dann brauchen wir so etwas wie Muskat? Geschmack. Ja. Es ist, aber die Buttergrundlage ist schon mal da. Es ist das Buttrige, was ich so mag an der Hollandaise. Das kommt gut durch. Aber ich würde jetzt Wein reintun. Wein? Ja. Einfach, weil ich an alles Wein tue. Den Satz habe ich kürzlich von der Fernsehaufzeichnung im WDR auch gehört. Das hat ein Mensch zu sich selber gesagt und dann die Flasche genommen und Wein reingetan. Des Weiteren würden wir Thunfisch an meine Behelfspizza tun, wenn wir das Glas aufbekämen, aber wir haben es auf. Super. Ich höre gerade von unserem Gourmet-Fachbeauftragten, ja, man tut keinen Wein in die Hollandaise. Ja, das ist doch mir egal, wenn die so schmeckt. Nein, 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 nein. Jetzt nimm mal den Löffel, probier noch mal bitte. Ich glaube, die ist besser jetzt. Das ist verboten. Und ganz wichtig ist, das ist ja eine Emulsion. Ei und man muss aufpassen, dass sich die Flüssigkeiten nicht trennen, also das Ei und das Fett. Besser, oder? Bisschen besser. Bis ihr hat sie, genau. Mhm. Habe ich auch gerade noch gedacht. Ja, nee, 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 nicht zu viel. Hoppsala. Keiner. So. Ja, ich glaube, es ist okay. Ja, ist gut. Bisschen salzig. Super. Und ich habe diesmal nichts kaputtgeschlagen aus Aggression. Oder? Weißt du, was jetzt noch rein muss? Eine Spur Zucker. Spur Zucker? Ja. Ein bisschen Muskat. Ich würde ein bisschen Muskat nehmen. Ein kleines bisschen Muskat. Bisschen. Ist es gut.
Muskat ist gut. Ich würde Zucker, um die Zitrone etwas abzufedern. Und das Ganze gibt Tiefe. Ja. Hm. Kochst du viel? Ja. Wirklich? Ja. Auch immer für viele Leute, ne? Gerne, wenn sich's ergibt. Aber ich koche auch, wenn ich von Tour komme, koche ich auch. Mache ich mir eine schöne, eine Tom Kha Gai. Ah. Oder ein indisches Curry. Ne, alles Tom Kha Gai, ist Internet, doch, bitte. Es sind doch auch die Tom Kha Gais, nennt man doch auch die, die auf Bäuchen rumtreten. Wenn man zu einer Tom Kha Gai-Massage geht. Schlechter Witz, ist fürs Internet reicht's, aber fürs Internet reicht's. Sag mal, ich suche eine Gabel. Eine Gabel? Mhm. Da wird ja wohl eine Gabel sein. Ich nehme mal den Spargel mit den Fingern so. Ich würde einfach ein bisschen Spargelchen servieren mit einem kleinen bisschen Hollandaise zum drüber. Ganz wichtig auch Gastronomiker, Gastronomen, die betonen Wörter anders als normale Leute. Hollandaise, sag ich zum Beispiel, oder Gastronomie. Wenn du jetzt einen erotischen Event machen willst, ja, dann würde ich Folgendes machen, dann würde ich die Hollandaise in einem Tässchen und die Spargelstange so dazu reichen und dann so und sich dann damit füttern. Na, wer hat Lust im Publikum auf diese? Ich geb mal ein bisschen was. Komm, ich geb das mal so hier. Wer mag ein kleines Spargelstängchen hier? Da vorne, jetzt ein bisschen Spargel. Ist wirklich, der Spargel ist toll. Ich mag das ja nicht, wenn der Spargel so weich gekocht ist. Der ist wirklich noch jemand hier. Spargel, bitteschön, Hollandaise für dich. Lass es dir schmecken, das Geschirr bitte abgeben. Es war teuer. Ja. Hinterher. Drauf. Jetzt wollte ich eigentlich noch ein anderes Herrengericht machen, aber du bist mit deiner Pizza immer noch nicht so weit. Ich liege in den allerletzten Zügen, ich bitte dich. Ich würde tatsächlich selber jetzt ein bisschen Spargel essen, weil ich Bock drauf habe. Und? Was meinst du? Was sagst du? Hätte ich noch ein bisschen kochen können, warum? Ist sie zu kalt? Wie, denn muss man kochen? Der Spargel ist... Der Spargel ist zu fest, oder wie? Ah, okay. Das nennt man knackig. Ja, eben. Al dente. Hast du den Quietschtest gemacht? Ganz wichtig, der Spargel-Quietschtest, meine Damen und Herren. Die Spargelsaison ist ja zurzeit. Spargel, ich habe früher auf dem Wochenmarkt gearbeitet. Und wenn der Spargel so aussah, wenn das Ende der Spargelstange so löchrig aussah, haben wir immer die Enden abgeschnitten, damit die Leute gedacht haben, dass er ganz frisch ist. Man musste immer aneinander reiben. So, und wenn es quietscht, dann darf man ihn kaufen und Spargel immer feucht lagern. In so einem eingeschlagenen Küchentuch. Ja. In feuchten Küchentuch einschlagen und dann in den Kühlschrank tun. Was ganz ich übrigens wichtig, mache, ja. Ich brate ihn lieber. Spargel? Jetzt ganz im Ernst. Aha. Und zwar etwas kürzen, wenn du Stücke hast. Und dann würzen mit Sojasauce, Sesamöl und Sake. Bist du jemand, der gerne asiatisch kocht? Ja, ich bin eigentlich an allen Weltküchen interessiert. Weil ich mit meinen Studenten früher viel gekocht habe. Ich habe ja ein paar Jahre Deutschunterricht gegeben. So, ich werde jetzt die Pizza... Kannst du die mal bitte... Nee, die Pizza runternehmen und da drauf tun. Mach ich. So, danke. Die sind etwa 90 Minuten in den Ofen. 90 Sekunden, Entschuldigung. 90 Sekunden. 90 Sekunden. Und wenn die Ecken... Wenn der Tortilla anfangen zu bräunen, dann ist es gut. Lecker. Man hat mir. Wir sind ja jetzt im Internet, ne? Wir haben Zeit. Ja. Wir können so lange machen, bis das Internet voll ist. Und das dauert. Ich wollte eigentlich noch ein zweites Gericht kochen. Ich weiß gar nicht, ob wir es noch schaffen, zeitlich. Du wolltest doch Kroketten machen. Ja, eben. Weil die Band sagt, die Band muss gehen. Was machst du? Müsst ihr nach Hause? Müsst ihr irgendwo hin? Was? Es geht auch einigermaßen schnell tatsächlich. Ich bräuchte am besten einen Topf, das ist eine gute Idee. So. Und zwar muss man erstmal einen Teig. Ihr haut jetzt ab, Jungs, ne? Macht das gut. Tschüss. Vielen Dank, Rob Sartorius, Fred Sauer, Ed McLean, Dennemann und die Band. Was macht die Pizza? Die ist jeden Moment gut. So. Kroketten. Großes Missverständnis. Viele Leute denken, Kroketten müssen fertig gekauft werden. Ist großer Quatsch. Kroketten gehen super einfach, wenn man folgende Sachen beherzigt. Kartoffeln. Salzkartoffeln. Einfach ganz normale Salzkartoffeln. Die werden ein bisschen gestampft. Natürlich mehlig kochen ist ganz wichtig. Wir machen jetzt einen Krokettenteig.
Und das ist ein Gericht, das mache ich auch nur alleine. Ich schmeiße mir manchmal abends um 11 Uhr die Fritteuse an und mache mir einfach noch ein paar frische Kroketten. Einfach, weil ich es kann. Und Kartoffelteig, den man frittiert. Die Fritteuse, ist die jetzt an schon? Marcel, die ist jetzt an, ne? Ralf, wie war noch mal der Test? Es gibt einen Test. Einfach den Finger reinhalten. Der Holzstäbchen-Test. Genau, wenn es jetzt Bläschen wirft. Ja, wirft es Bläschen? Ja, macht man eigentlich mit dem Zahnstocher. Aber ich würde sagen, das wirft auch keine Bläschen. Wie kann man das die dann noch heißer stellen? Das ist eine gute Idee, dass wir einen extra Mitarbeiter brauchen, der da unten wie so unter so einem Auto runtergreift, um das heißer zu machen. Okay. So, ich muss ja eh noch den Teig machen. So, für dich. Man nimmt so einen schönen Topf voll mit Kartoffeln und den matscht man klein wie Kartoffelpüree. Es muss Butter rein, das ist ganz wichtig. Butter ist sowieso, da bin ich bei Horst Lichter. Oh, das sieht sehr gut aus. Können wir vielleicht einmal? Ja. Die Behelfspizza. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren. Jürgen von der Lippes Herren Behelfspizza. Der Thunfisch sieht auch toll aus, so natürlich. Mhm. Wie frisch aus dem Meer gesprungen. So. Bisschen Butter rein, Fett ist wichtig. Damit die Kroketten nicht nur von außen fettig sind, sondern auch von innen. Dann ist mal die Butter und dann die Kartoffeln gemischt. Mal da vielleicht mal reinschauen von oben, dann siehst du, das wird so ein schöner Teig. Ganz schöner Teig. Wie viele Kartoffeln braucht man? Ja, ich würde, je nachdem, wie viele Personen man satt machen möchte, so wie so ein einsamer Mann abends kommt nach Hause, wie viele Kartoffeln? Also ich würde sagen Kilo. Ja. So. Möchtest du mal probieren, sonst gehe ich das wieder. Du kannst es gerne unserem Publikum, die freuen sich sicherlich wahnsinnig. Bravo. Ich weiß nicht, kann ich das ein bisschen. Gerade wollte ich schon Iphigenie von auf Tauris zitieren. Man spricht vergebens viel, um zu versagen. Aber das ist gar nicht so schlecht. Der andere hört vor allem nur das Nein. Das ist vor allen Dingen, das schmeckt wirklich wie eine Pizza. Ja, natürlich. Das ist ja bizarr. Und das habt ihr damals im Krieg gemacht? Ja, im Ersten. So. Ich habe in der Zwischenzeit ein Ei in meinen Kartoffelteig geschlagen. Lass Butter mal den und Kartoffeln. Da. Und ein zweites Ei kommt da rein zur Bindung. Ich gebe auch weiter. So. Und es wird gemischt, weiter gemischt. So. Und kann jetzt? Ich dir irgendwas abnehmen, niedere Arbeiten? Nein, ganz im Gegenteil. Du kannst gerne noch ein bisschen Spargel, du kannst die Hollandaise und den Spargel noch unter die Leute bringen, wenn du magst. Ich muss nur noch kurz den Teig abbinden. Ich habe jetzt zwei Eier reingeschlagen und mache noch ein bisschen Stärke rein. Aber ich muss sagen, bei Bio wurde mehr gesoffen. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja vor der Sendung schon. Ja. Außerdem habe ich letztens im Fernsehen eine Sendung gesehen. Für den Pegel, dachte ich. Da wurde vielleicht viel getrunken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. War richtig so eine alteingesessene Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich habe mir das angeguckt, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, ist der Moderator besoffen? Das kann doch nicht sein. Darf aber nicht sagen, welche Sendung das war. Ja. So, jetzt habe ich hier in den Kartoffelteig. Auch Hollandaise Fondue. So. Der Teig ist fast fertig. Ich mache jetzt ein bisschen Muskat hier ran. Ja. Jürgen, hast du gerade noch Zucker in die Hollandaise getan? Ja. Ah, das ist ja echt super. Vielen Dank. Weil das fehlte tatsächlich. Ich habe jetzt gerade den Kartoffelteig hier Stärke noch ein bisschen reingetan, damit die Konsistenz vernünftig ist. Ich habe ein bisschen Muskat reingetan und Salz. Und probiere jetzt mal. Ja. Ein wenig Salz noch. Wenn du magst, kannst du vielleicht noch. Ich würde gerne so eine Panierstraße aufbauen. Ja. Und mit dem Paniermehl. Und dann können wir nämlich gleich, das ist ganz toll, mit den Händen oder mit einem Löffel so kleine Krokettchen machen. So kleine. Ich würde natürlich immer dieses japanische Paniermehl nehmen. Was ist denn das japanische Paniermehl? Ich komme im Moment nicht auf den Namen, das ist etwas gröber. Das ist vom Geschmack her dann, also von der Textur, wie wir sagen,
ein wenig überraschender. Ralf, du hast, Ralf, du bist doch Schnitzel, du bist Schnitzelmacher. Ja. Ne? Paniermehl ist so eine heikle Sache. Man denkt, Paniermehl ist Paniermehl, das stimmt aber nicht. Ne? Das ist falsch. Also wenn, dann beim Bäcker kaufen oder am besten auch selber machen. Warum? Immer selber machen. Ja, warum? Es schmeckt einfach gröber. Schöner. Okay. Lecker. So. Der Teig ist fertig, wir können jetzt Löffel nehmen. Ach so, Panko heißt das Zeug. Panko, genau. Hier. Der Stadtteil. Hier sind Löffel. Ja. Und wir können aus dem Teig machen wir so kleine Eierchen. Rollen wir dann hier in diesem Paniermehl. Schmeckt noch unspektakulär. Warte noch mal, warte ab. Das schmeckt noch unspektakulär. Man muss hier jetzt diese Knödel hier drin wenden in Paniermehl und dann kommen. Wollen wir nicht einfach ein bisschen Cayennepfeffer hineintun? Du mach das gerne. Ich mach erst Cayennepfeffer, sagst du? Mhm. Bisschen kleiner. Du improvisierst gern beim Kochen, gell? Ich bin so einer, der sich nach einem Rezept richtet, ganz streng. Und wenn einer davon abweicht, werde ich gewalttätig. Ich kann auch nicht mit Leuten kochen. Merkt man vielleicht. Moment, das willst du so da reintun? Ja. Du denkst, man denkt, das ist Quatsch, aber pass mal auf, was jetzt passiert. Mach mal drei. Nein, ich denke einfach, dass eine Krokette ein bisschen anders aussieht. Ja. So, jetzt fängt es an zu brutzeln. Ach, das gibt's, ey. Das gibt's echt nicht. Du machst richtig mit Form und so. Mhm. Guck mal. Schmeißen wir noch mal rein. So, schmeißen wir noch mal Jürgens Krokette rein. So, und das ist nämlich, meine Damen und Herren, das ist wirklich ein Geheimtipp. Das machen Sie einfach mit so ein bisschen Palmin oder ein bisschen Biskin, irgendwie Frittierfett, ganz einfach, ganz billige Angelegenheit. Kann man auch immer wieder verwenden. Ich habe das teilweise einen Monat im Durchlauf. Einen Monat lang dasselbe Frittenfett, das funktioniert. Man kann unten die Krümel abschneiden. Du machst das wirklich, du bist wirklich sehr... Man schneidet nicht die Krümel ab, du gießt ja das Fett dann in eine Plastikflasche, wenn es erkaltet ist. Ja. Und dann bleibt jetzt der Dreck ohnehin unten drin. Ah, und dann kannst du es nämlich in der Tat zum Braten nehmen. Mhm. Oh, das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Möchten Sie vielleicht, wenn wir diese Dinge jetzt... Soll ein bisschen Hollandaise und ein Spargelstänkchen noch dran vielleicht? Würde ich mal anrichten, ja. Ach, und den Kaviar nicht vergessen. Oh. So. Möchtest du mal eine probieren, erstmal? Die lange muss, aber das könnte noch ein bisschen. Nee, das ist okay, guck mal. Oder? Hm? Was machst du, Ralf? Das ist sehr fluffig. Oder? Sehr fluffig, sehr gut. Ja. Ja. Ist lecker. Und weißt du, hast du noch die Hollandaise oder ist die weg? Hollandaise ist weg, ne? Die ist oben. Ah, alles klar. Aber wir machen einfach Kaviar dran. Ja, super. Das macht total Spaß. Ich könnte eine Kochsendung machen. Nee, wie das auch aussieht, guck mal. Wirklich? Na, meine Damen und Herren, ist das was? Ist das was? Ist das was? Einmal hier hinten. So. Wahnsinn. Das Geile ist, ich nehme den Teig noch mit nach Hause. Ich mache heute Abend noch schön Kroketten privat für mich. Einfach so. Und meine Damen und Herren, das ist eine Jürgen von der Lippe. Wirklich, das ist wirklich eine ganz tolle Krokette geworden. Eine Designer-Krokette. Fürs Internet. Kannst du bei Davanda verkaufen. Das ist das Jürgen von der Lippe ist Davanda Designer. Kennst du Davanda? Nein. Davanda ist eine ganz tolle Seite. Wenn man in Kunsthandwerk, und ich würde sagen, deine Kroketten zählen zum Bereich des Kunsthandwerks, wenn man ein bisschen was kann, wenn man Taschen nähen kann oder gerne filzt oder so Fimo-Broschen macht, kann man die alle bei Davanda verticken. Das ist so eine Online-Plattform, da viele Menschen, die künstlerisch, ich sag mal, für den freien Markt reicht es nicht, aber fürs Internet ist genug. Ist aber nicht wie Swarovski. Nee, es ist eher wie eBay. Wie so eine Art eBay. Also diese Krokette, das muss ich direkt mal. Die möchte ich gern mit dir teilen. Ich darf. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal diese Designer-Krokette an, die Jürgen von der Lippe mit seinen eigenen prominenten Fingern. Können wir mal groß auf meine Hände gehen? Schauen Sie sich das mal an.
Ja. Das, ich würde das, wenn ich jetzt ein Fotoapparat dabei hätte, man müsste ein Foto von machen und twittern oder sowas. Also das ist wirklich, übrigens, frittiertes sollte man immer auf dem Küchenpapier noch abtropfen, damit das, ne, damit das ist so sehr unschön jetzt hier, dass es so raussuppt. Mhm. Aber magst du? Mmh. Oder? Mmh. Und diese Fluffigkeit? Das ist schon nicht schlecht. Mmh. Und wie sind die Kroketten? Sind geil, oder? Mmh. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie zugeschaut haben bei unserem kleinen Internetspezial. Wir frittieren die letzten Kroketten jetzt noch und sagen vielen lieben Dank, Jürgen von der Lippe. Oh, halt. Hm. Aua. Hm. Man hat so oft, das ist so einfach, entweder Püree, zwei Eier rein, ein bisschen Stärke, ein bisschen Butter. Meine Damen und Herren, haben Sie einen schönen Tag, schöne Woche im Internet. Wir sehen uns nächste Woche mit Steven Gätchen wieder. Alles Gute. Tschüss, Ihr Böhmi. Okay. Ja. 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 Super.